Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, nach längerer Vermittlungsflaute durch die Urlaubszeit hatten die zwei Katzen, die wir vor einer Woche vorstellten, Glück. Beide Samtpfötchen haben schon einen Vorvertrag und werden demnächst in ihr neues Revier umziehen. Wie schön für sie! Die heutige Folge widmet sich wieder den Kätzchen. Von ihnen gibt es zurzeit auch viele kleine in der Arche Noah. Ein kleines Schildpattkatzenmädchen kommt zuerst dran. Es wurde am 22. Juli in Gotha an der Seniorenresidenz am Turmhotel am Luftschiffhafen gefunden. Das Kätzchen hatte sehr starken Flohbefall, sodass Tierheimleiterin Katrin Mattes vermutet, dass das Mädchen eine freilebende Katzenfamilie hatte. Schildpattkatzen haben ja so ihre Liebhaber und auf diese wartet das niedliche Pusselchen. Das Katzenmädchen wurde wahrscheinlich im Mai 2018 geboren. Es wäre sehr schön, wenn das Kätzchen bald ein Zuhause finden würde, in dem es sich geborgen und beschützt fühlt. Die zweite Vorstellung haben drei Katzenkinder, die mit ihrer Mama in die Arche Noah gebracht wurden. Zu einem Grundstück in Gotha in der Langen Salzer Straße kam erst die Katzenmutter und brachte nacheinander ihre Kinder mit. Da die Bewohner nicht die ganze asylsuchende Familie aufnehmen konnten, wurde ihre Heimat vorübergehend die Arche Noah. Die kleinen Kätzchen hatten Schnupfen und wurden tierärztlich behandelt. In etwa 2 Wochen sollen die Fellknäule nun ein neues Zuhause finden. Im Moment sind sie noch etwas verschüchtert, aber bei liebevoller Beschmusung und einer guten Futterquelle geht das schnell vorbei. Kleine Katzenkinder können das Leben einer Familie ganz schön in Schwung bringen und die Lebensfreude steigern. Die 4 kleinen Miezen suchen alle ein Zuhause, wo sie später Freigang genießen können, denn sie wurden in Freiheit geboren.